Das große Debüt des Martin Stuber. Viel hat er angekündigt von seinen Volleyball-Skills. Er hat es das erste Mal jetzt für die zweite Herren bewiesen. Und wir werden uns das Ganze jetzt mal anschauen. Bewiesen. Ich tippe auf bewiesen. Nur eine Vermutung. Wir gehen rein. Okay. Es geht halt schon damit los, dass wir Umberto beim Zuspielen zugucken müssen, so, ne? Ja, deswegen. Guck mal. Da ist er doch. Ja. Man sieht halt, er hat schon, also er hat halt physische, also physische Möglichkeiten. Ja, er hat ist halt 1,93, lange Arme, bisschen athletisch ist er sogar auch. Du musst hochspielen, Mann. Oh, verweigert. Guten Zuspieler hat er auch. Ach du Scheiße. Okay. Er macht sich immer so ein bisschen klein beim Schlagen, ne? Klein, ja, ja. Netz, war nicht cool. Ja, Aufschlag ist eine Idee auch zumindest, okay, ne? Ja, 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 ja. Also zieht alles, was statisch ist, funktioniert. So viel kann man schon mal sagen. Und jetzt und gehen wir startet rein. Der direkt? Ohne. Ja, ja. Von Beginn an? Vorschusslorbeeren für den Stuber. Oha. Kriegt den ersten Pass direkt. Hängt natürlich gewaltig. Ach du Scheiße. Oh Gott. Das, also sind, für alle. Das sind alle Kontakte des Martin Stuber, ja? Die jetzt hier sind. Jona hat uns das zusammengeschnitten. Ich bin mir nicht sicher, aber es hört sich so an. Es sind alle Kontakte, also auch die guten, die tendenziell da stattfinden, also stattgefunden haben, die wären dabei. Wenn er einen Punkt gemacht hätte am Anfang, hätten wir das jetzt schon gesehen, ja. Okay, das ist. Dann wird. Das könnte düster werden. Wir gehen wieder rein. Gott. In der Defense fast umgerannt. Nice try, Bro! Hat er Angst vor Ball oder was? Oh, viel zu spät in der Position vorher. Kann ich das noch einmal sehen? Geht das? Achte mal darauf, wie er überhaupt hinten in der Defense wechselt. Ich könnte nicht mehr wissen. Er rennt hinten Flo fast um dann mit dem Knie in die Defense reinzurennen. Was ist das für eine Technik? So gegenbumsen. Sorry. Das ist schon zweiter Satz. Dann hat er einfach nichts Gutes gemacht, nichts, oder was? Nichts, hat keinen Punkt gemacht anscheinend. Ach du Scheiße. Ja? Oh ja, gut, schlecht. Hey! Ja! Hey! Ist das der erste Punkt in Martin Stubers Karriere? Ist das der allererste Punkt dann? Ja. Wahrscheinlich. Vor allen Dingen aus schlechter Situation. Das ist doch, wie ein Diagonalspieler halt spielen muss, ne? Schwieriges Ding, bam, oben lang weg, hinten Grundlinie attackieren. Das war stark. Gut, Martin, kannst du einrahmen. Aufschlag wieder. Oh mein Gott! Was? Der war nicht mal knapp. Alter. Der hatte nie eine Chance. Den hat er hier aufgeschlagen und dann ging er nur noch nach unten. War der vor der Mittellinie auf dem Boden gefühlt? Wir haben Martin Stuber vorab gefragt. Dirk hat gesagt, ich habe was aus dem ersten Satz gesehen. Und das sah doch eigentlich ganz stabil aus. Ganz okay, habe ich gesagt. Okay, ganz okay aus. Und wir dachten eigentlich, man wird dann besser, wenn die Anfangsnervosität sich langsam legt. Ne? Er meinte nur, dass Satz 2 und 3 dann wohl noch bodenloser waren. Nur damit man das schon mal einmal einordnen kann. Dann schauen wir kann mal. Ja, ja. Ja, einer muss für den Clipchat. Brauch wieder deinen wichtiger Hüpfer da. Ja. Warum war das nirgendwo im Nasenbluten-Moment? Das weiß ich auch nicht. Geben Sie jetzt Hinterfeld? Oh, Hinterfeld? Sie geben ihm Hinterfeld. Unterarm. Komischen Stemmschritt auch. Ja, ja, ja. Null Dynamik. Haut da einfach gegen so einen Ball. Was auch ganz nervig ist, ist, dass so ein Michel dann daneben her kommentiert. Dann, ja, das, ne? Das tut auch weh bei einem Ball. Oh, wieder vertraut ihm. Ach du Scheiße! Oh je, Chat. Hat Martin selber warum gecallt, warum er den Pass bekommt? Ist er schon so gebrochen? Nee, ich glaube, es war Michel, muss ich ehrlich sagen. Aber Michel fragt völlig zu Recht, warum dem Volleyballanfänger Hinterfeld 1 Bagger so geben und warum will er den dann so Handball-esk irgendwie so unterm Netz herwerfen? Was macht er da? Noch im Schläger. Oh mein Gott. Der hat ihn gar nicht berührt, oder? Das ist eine Nasenbluten-Compilation, die wir gerade bekommen. Es wurde echt immer schlimmer. Er hat nicht gelogen. Ich dachte, da kommen noch ein paar Highlights. Nach dem Einschlagen dachte ich, es kommen noch ein paar Highlights, Mann. Okay, geil, ey. Es ist echt schockierend, wie schwer das ist, mit, nicht bös gemeint, zweite Herren, nicht so guten Volleyballern auf dem Court zu stehen als Quereinsteiger. Ne? Ja, ja, es ist schwer. Weil ich glaube, Martin, irgendwo tief in seinem Herzen dachte er, dass er vielleicht dominieren kann in der Bezirksliga. Ja, mit einem guten Zuspieler. Vielleicht müssen wir ihn hochziehen in die erste, vielleicht ist das die Lösung. Ja. Er kriegt aber auch schwierige... Oh, wieder Fehler. Ich stelle schon wieder eine Diva übrigens, ne? Ja, ja, ja. Unangenehme... One-handed im Sprung, der hat zu viel dir zugeguckt, ey. Hat er mal im Fernsehen gesehen. Stark!
Irgendein Netzkontakt. Okay, ja. Aber in der Defense steht überhaupt nicht in seinem Vertrag. Muss er als DNA-Spieler gar nicht. Kann ihm das mal jemand sagen? Ja, oh, Läufer 1. Ja. Er wird gefährlich über 4. Nein, doch nicht. Ach, Michel auch schön auf der Netzkante. Block, komm! Komm, Martin! Was? Was war das denn für ein Froschsprung? Warum denn? Was? Da kann er sich doch irgendwo abgucken. Wo hat er das denn gesehen? Naja, so cool wegziehen. Das hat er auch in der ersten Liga schon mal gesehen. Ah, okay. Na gut. Ich guck mir echt alle zu viel Fernsehen. Ist wirklich so. Sind wir schuld. Und jetzt hat er zu Paula gegangen. Paula Schürz war Coach übrigens. Ja, Läufer 1. Jetzt hängen sie fest. Martin wieder im Block. Nee, doch nicht. Jetzt kriegt er ihn. Jetzt muss die Kirsche natürlich über den... Ach, was macht Umberto da? Das hat er letztens im Training schon mal mit mir gemacht. Da ist Martin Schuber über die 4. Okay, jetzt hängt sich Schwimmbadkontakt. Block. Gar nicht schlecht, Block war gut. Köpf dabei wechseln. Schnapp ihn dir, Tiger, komm. Jetzt... Gib ihm die Kirsche! Ach, okay. Na gut. Das hatte jetzt nichts mit Marti zu tun, aber war einfach ein geiler Ballwechsel. Bezirksliga der Nussschale. Hast du so ein bisschen Plan, was du machst beim Schlagen? Nee, Mann. Ich bin wirklich, ich fahr auf Autopilot. So sieht das auch komplett aus. Er ist auf Autopilot. Ja, das stimmt. Das sieht echt so aus. Das sieht wirklich so aus, ja. Guter Pass. Ja, und da spielt er seine Höhe aus. Macht er gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und auf geht's. In die Spielsituation muss man ihn also bringen. Guck mal, wie er da hinten, er steht da ja auch mit Überzeugung, mit seinen breiten Schultern hinten und er geht wieder. Ach du Scheiße. Den hat er immer im Feld gelassen. Ja, kein Fehler, fast schon. Ja. Oh mein Gott. Okay, unsere zweite hat er übrigens krank aufs Maul bekommen, 3-0 verloren im Spiel. Wohlgemerkt spielen die ja wohl gegen den Tabellenführer, ne? Ja. So wie ich informiert bin. Spielen Kombination da. Alter, Sascha. Ja. Yo. Ey, das ist ja krankes Highlight, was hier gerade passiert. Macht Martin auch noch was oder ist es einfach so drin? Martin ist... doch weiter! Martin... kann der fallen? Martin steht in der Ecke und regt sich am Ende von einem Heartbreaker. Aber eine seiner besten Aktionen auf jeden Fall. Oh, Mühle, viel Spaß! Ja? Bro, ich krieg hat Michel gerade... ganz, ganz laut hier alle wieder angeschrien, wie der nicht weitergehen kann, um den dann zu verweigern. Ja, Martins Highlight. Martin, da haben wir Rücken. Du hast gut, du spielst viel zu viel Defense für Diagonal. Mehr Defense als Supi. Ja, ja. Safe. Der weiß aber auch, dass es nicht in seinem Vertrag steht. Ja, das ist der Unterschied. Oh. Ja. Sie dahinter vielleicht. Das gibt es doch nicht. Ich werde so sauer! Ich werde sauer! Wenn ich die zweite... Die können so froh sein, dass ich nicht da war. Nein! Wir spielen nicht hinter Feld 1. Ich schwöre bei Gott. Umberto, Unspaß, wenn ich das nächste Mal sehe. Was sollen wir denn machen als Vorstand? Sollen wir ihm die Hände abschneiden, damit er so eine Scheiße dann nicht mehr zu spielen? Läufer 1 und dann Tipplösung. Alter, ich bin wirklich... Warum machst du denn... Also, warum machst du hinter Feld 1 mit einem scheiß Lob, Alter? Mitte Netz, wieder rechts raus. Ey, da ist alles falsch, alles. Guckt euch das bitte nicht ab, meine Freunde. How to not play Volleyball, Alter. Volleyball. Volleyball. Pass ist okay. Aber okay. Pass ist okay, sag mal. Er weiß überhaupt nicht, wer den Pass bekommen soll. Nein, Mann. Wird jetzt ausgewechselt? Ja. Leistungsmäßig völlig zu Recht gegen unseren 16-Jährigen ausgewechselt. Der eigentlich Libero gespielt, oder? Ja. Wir brauchten mehr Punch auf Diagonal. Und die Überzeugung, so dieses, ja, endlich bin ich erlöst. Mein Volleyball-Debüt ist vorbei, endlich bin ich erlöst. Danke, Freundin, dass du mich ausgewechselt Martin, hast. Martin, was sollen wir sagen? Also ich würde dir für dein Debüt gut gemeinte 2 von 10 Sternen geben. Ja, ich würde mich anschließen. Vielleicht wir müssen, lass uns den mal in den ersten ausprobieren. Wir ziehen ihn mal für ein Spiel hoch. Wir ziehen ihn am Ende der Saison für ein Spiel hoch. Komm, wir gewinnen doch eh mal 3-0. Wo würden wir ihn einsetzen? Dir oder Mitte? Mitte wäre lustig. Mitte wäre lustig. Mhm. Aber Dia wäre noch lustiger. Da kriegt er ein bisschen mehr. Ja, ja. Ja, ja, komm. Okay, Martin Stüber, hiermit die Einladung steht. Können wir jetzt schon mal an. Hier gegen ARD 2. Whatever. Martin Stuber in der Verbandsliga beim Volleyball in der ersten Herren von der Eintracht aus Bonten. Vielen Dank, dass du dich dieser Aufgabe gestellt hast. Ich hoffe, du bleibst da dran. Ihr dürft jetzt in den Kommentaren Martin mal gut gemeintes Feedback geben. Und wenn ihr wollt, dass wir sowas ähnliches nochmal machen. Gerne mal Technikkorrekturen. Technikkorrekturen mal hier in die Kommentare. Ja. Kann Martin auch mal so einen Tipp geben. Weil wir sind ja nicht so konstruktiv, wie ihr vielleicht gerade mitbekommen habt. Hat Spaß gemacht. Vielleicht. Ja. Wolltest du sagen, dass wir so ein Format nochmal machen? Vielleicht. Je nachdem, wie die Leute reagieren. Wenn der Daumen hoch kommt? Und ob die kleine Blonde und der große Idiot das gut gemacht haben. Tschüss.